Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Eine Blitzberatung. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo, selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Eria Diva, ich grüße dich. Du hast die Frage gestellt, wie steht er zu dir? Und das ist der Mann, wo im Ausland lebt. Dazu habe ich dieses Legesystem ausgewählt. Und dieses Legesystem heißt der Garten der Liebe. Und in diesem Garten erscheint ein Liebespaar. Diese Dame symbolisiert dich und dieser Herr symbolisiert ihn. Erstmal betrachten wir deinen Gefühlen. Das zeigt dieses Mädchen und sie schaut auf den Himmel, auf den Sternenhimmel. Diese Sternen bringen Hoffnung und auch Glück. Ich würde sogar behaupten, wenn diese Karte erscheint, es ist im Sternen geschrieben und es ist kein Zufall, das wird von oben gelenkt. Seinen Gefühlen zeigt hier dieser Bär und das ist die Kraft. Er braucht momentan die Kraft. Kann auch heißen, du gibst ihm die Kraft oder wenn er an dich denkt, spürt diese Kraft. Kann auch bedeuten, dass es Momente gibt, wo er kraftlos fühlt. Deinen Gedanken zeigt diese Karte. Die Lilien zeigen die Reinheit, reine Gedanken oder reinige deinen Gedanken und bleib in diesem Vertrauen, Vertrauen des Flusses des Lebens. Und bewahre deine stolze Haltung, weil das symbolisiert dieses Bild auch. Die Lilien steht in Verbindung zum Thema Sexualität und das bezüglich auf diesen Mann im Ausland. Und das heißt, entweder hast du diese Gedanken oder er hat diese Gedanken und damit sollst du auch bewusst sein, dass er so die Verbindung zu dir sucht. Seinen Gedanken zeigt die Schlange. Die Schlange hat mehrere Bedeutungen. Entweder kommt er durch Umwegen und nicht direkt, sucht die Kontakt, oder diese Schlange kann auch bedeuten die Erneuerungsprozesse und befindet sich in dieser Transformation und dazu braucht er Zeit. Also sei geduldig, bis er wieder kommt. Schlange symbolisiert aber auch eine Frau. Gedanken über eine andere Frau. Welche Einflüsse habt ihr von außen oder was liegt im Verborgenen? Bei dir ist ein anderer Mann da. Und dieser Mann ist präsent in dein Leben, hat auch einen Einfluss auf dein Leben. Und bei ihm ist die Ehering. Und das ist diese Frau im Hintergrund. Und wie geht es weiter? Bei dir erscheinen die Mäuse. Und die Mäuse symbolisieren Angst und Zweifel. Außerdem, wenn die Mäuse erscheinen, die fressen etwas weg und ist nichts mehr da. Dadurch entsteht Verlustangst. Und du denkst wahrscheinlich auch so, dass dieser Kontakt ist schon verloren. Er sucht aber den Weg wieder zu dir zurück. Und hier blüht alles auf. Dieser Garten hat auch einen Brunnen und hier sprudelt Wasser und zeigt die Ereignisse, was später kommt. Wohin führt das alles? Hier ist eine Dame und hat einen Schlüssel in Hand. Und du sollst diesen Schlüssel symbolisch bei dir haben. Erstens zeigt das Selbstsicherheit.
außer wie mit diesem Schlüssel kann man eine Tür öffnen oder schließen. Es liegt in deinen Händen, weil er kehrt wieder zurück. Wenn du offen bist für diese Beziehung, dann zeig Offenheit, dann öffne diese Tür. Wenn du daran keinen Sinn siehst und das geht verloren und du entscheidest du dich für diesen anderen Mann, dann sollst du diese Schlüssel benutzen und diese Tür schließen. Dann hat er seine Chance verpasst, kam zu spät. Aber weil das alles in Sternen geschrieben sind und er bietet dir einen glücklichen Lebensweg und Zukunft und reinigt sich etwas, ich würde sagen, du wirst offen sein, öffnest diese Tür und entsteht diese Chance für euch beide, für eine gemeinsame Zukunft. Ich befrage jetzt mein Pendel, ob er dich liebt. Liebt er dich? Ja, nein oder vielleicht. Wenn die Pendel nach rechts ausschlägt, bedeutet ja, er liebt dich. Wenn die Pendel nach links ausschlägt, bedeutet nein, er liebt dich nicht. Wenn die Pendel stehen bleibt, dann sollen wir das stehen lassen, weil das ist alles ungewiss. Liebt er dich? Erstmal war die Bewegung ein bisschen wackelig. Das ist ein Hinweis, dass er selber nicht weiß, wie er sich fühlt oder was er will überhaupt. Aber dann bewegte die Richtung zu dir ein Ja, ja, er liebt dich. Liebe Eriadiva, so könnte ich deine Frage beantworten. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.